So, neuer Tag, neuer Shop, ihr kennt das Spiel. Und ihr seht unten links die Zahl. Also ganz ehrlich, ich weiß noch, dass ich vorgestern Abend 577 Abonnenten hatte. Das heißt, wir haben jetzt schon 100, rechnen, 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 152 Abonnenten gemacht in Anführungszeichen anderthalb Tagen. Also erstmal Gruß an alle Neuen. Danke für die ganzen Abos. Für die ganzen Likes, für die ganzen Klicks, für die Kommentare. Also ich kann immer wieder nur Danke sagen. Ihr seht ja, der Code ist jetzt fast vollständig. Ich mache das wie beim letzten Mal. Es wird ja der letzte Code sein, haben wir ja gesagt, dass die letzten drei Zahlen offen bleiben. Also ich kann euch nur sagen, der Marcel Schießfall zum Beispiel hat ja die letzten zwei Codes geknackt und er hat auch den Code geknackt, wo noch drei Zahlen übrig sind. Also es ist zu machen. Es hat zwar diesmal 2 Stunden gedauert. Aber er hat den Code damals nämlich genauso schnell geknackt. So, also da unten der Code. In der Videobeschreibung ist immer noch das Video, wo ihr euch angucken könnt, wie ihr den Code einlösen könnt, beziehungsweise rausfindet, ob ihr den richtigen Code habt. Ihr müsst da natürlich ein bisschen Gas geben. Jetzt nur kurz zur Erklärung. Warum ich jetzt ein bisschen mehr drauf gehe, wegen Wiedergabezeit. Also, wenn ihr mich wirklich supporten wollt. Was ich von einigen schon mitbekommen habe, ich sehe es auch in der Liste von den Videos an sich. Da werden auf einmal Videos angeguckt, da denke ich mir, hä? Also, irgendwelche Leute sind schon dabei, mir Wiedergabezeit zu schenken. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also, Kanalüberprüfung ab 4000 Stunden und 1000 Abonnenten. Bedeutet, ab dann kann ich erst Werbung schalten, kann mit der ganzen Sache Geld verdienen, kann euch natürlich dann noch mehr zurückgeben. Ich bin da offen und ehrlich, bis jetzt habe ich halt, das ist jetzt die fünfte Paysafe-Karte, die ich raushaue, sind wir bei 50 Euro. Die Skins müssen natürlich auch irgendwie finanziert werden. Klar, ich gehe arbeiten, aber es ist zwar ein Hobby, aber es soll sich ja irgendwo rechnen. Wenn es am Ende plus minus null rausgeht, ist alles okay, sage ich nichts zu. Ich habe Spaß mit euch, ihr habt Spaß mit mir, alles ist easy. Jetzt seht ihr, ich habe 729 Abonnenten. 1000 brauchen wir. Ich denke mal, das werden wir am ehesten hinkriegen. Nur hier diese Wiedergabezeit. Das ist halt einfach das kleine Problem in Anführungszeichen. Jetzt könnt ihr mich in dem unterstützen, indem ihr einfach meine Playlist laufen lasst und die Videos komplett durchlaufen lasst. Einfach nur durchlaufen lassen. Macht den Ton aus, guckt euch keine Ahnung, spielt Fortnite, lasst nebenbei meine Videos laufen. So supportet ihr mich gerade am allermeisten. Ich habe auch schon gehört, einige wollen spenden, ist natürlich auch okay. Macht, was ihr wollt, ich rede da keinem rein. Aber zurzeit für mich persönlich am wichtigsten ist echt Wiedergabezeit. Also jede Sekunde, die ihr von mir irgendein Video guckt, hilft mir. Und hilft euch natürlich auch, weil desto mehr Skins kann ich am Ende raushauen. Also ich will halt nicht reich werden in dem Sinne. Wenn sich das alles plus minus null finanziert, bin ich vollkommen zufrieden. Ich kann halt nur immer wieder Danke sagen. Und auch an die netten Kommentare. Ich muss sagen, ich hatte bis jetzt, wenn es hochkommt, jetzt in den fast 3 Monaten 2 Hater-Kommentare. Ganz ehrlich, kann ich mit leben. Solange es nicht mehr wird, alles easy. So, jetzt nochmal für die Zukunft. Wie gesagt, wenn ihr einen Skin gewinnen wollt, einfach euren Epic-Namen reinposten und schickt mir eine Freundesanfrage. Freundesfrage an yt-familyhack. Und ihr braucht mir keine Gruppeneinladung schicken, weil ich spiele, wenn nur mit Leuten, wenn ich entweder im Stream bin oder wenn mich irgendeiner fragt, kannst du mir vielleicht gerade helfen bei einer Aufgabe und ich gerade eh Zeit habe, ist das auch kein Problem. Aber ihr braucht keine Gruppeneinfragen schicken, weil da reagiere ich eigentlich nicht drauf. Ich drücke die eigentlich direkt weg und das war es eigentlich schon. So, jetzt gehen wir aber mal rein in den Shop. Wie gesagt, Support. Wäre derzeit wirklich Wiedergabezeit. Einfach Videos gucken, durchlaufen lassen. Damit ist mir am meisten geholfen. Jetzt gehen wir aber mal endlich in den Shop. Genug geplappert. Und ich habe schon gesehen, ein neuer Halloween-Skin ist da. Aber ganz ehrlich, hatten wir nicht schon mal so einen? Irgendwie kommt der Skin mir trotzdem so bekannt vor. Ich weiß nicht warum, aber ja, ich glaube, wir hatten so einen ähnlichen schon. Er ist zwar in Anführungszeichen nicht schlecht, aber weil ich behaupte echt, wir hatten so einen schon. Der sieht doch ein bisschen aus wie dieser Sandsturm-Skin, nur halt in weiß. Und jetzt ist er halt dunkel, hat eine Maske an.
Also von daher, der Skin kommt mir einfach zu bekannt vor. Also in meinen Augen ist es nichts Neues. Das Rückenaccessoire ist natürlich nice. Aber würde ich behaupten, ja gut, das passt eigentlich schon auf ein paar Skins drauf. Aber so besonders finde ich es halt jetzt nicht. So, direkt mal gucken. Da haben wir noch die Spitzhacke. Bitte macht richtige Sounds. Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Halt keine besonderen Sounds in der Sache. Also eine Spitzhacke. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber für mich muss eine Spitzhacke immer wieder mal einen anderen Sound haben. Die hier ist halt so. Ja. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Da haben wir heftiger Hieb. Da ist fast derselbe Sound wie mit der anderen Waffe. Und dann haben wir wieder Stachel mit drin. Die Waffentarnung. Dann haben wir Zuki, wo mir nie wirklich aufgefallen ist, dass es eine Meshfrau ist. Aber jetzt sieht man es klar und deutlich, wenn man es weiß. Und das Rückenaccessoire. Das hätte ich gerne als Spitzhacke. Das wäre geil. Aber so an sich, der Skin am Gesicht gefällt mir schon sehr gut, würde ich sagen. Aber ja, man ist halt sehr hell. Die ganze Map zurzeit ist halt ziemlich dunkel, würde ich sagen, wegen dem Grün und alles. Also dunkle Skins sind da echt zurzeit eher von Vorteil. So, haben wir jetzt alles hier durchgeguckt. Ach, dann haben wir noch die Kupferwespe. So ein bisschen einen auf Turtle. Sieht irgendwie so ein bisschen Turtle-mäßig aus. Wenn er grün wäre, noch einen grünen Kopf. Turtle. Ninja Turtle. So, der Rücken ist natürlich nice. Also er sieht nice aus, aber ich finde trotzdem, der Rücken passt irgendwie nicht, weil er so groß ist. Also ich persönlich feiere den nicht so. So, dann haben wir, ja, rasender Ansturm. Einer der krankesten Fortbewegungsmittels-Emotes. Aber immer noch gut. Er macht zwar nichts, außer halt wirklich nur Rennen, aber hat schon was. So, wieder vertrickt, man kennt ihn. Dann haben wir Torgoton, der kleine Alien-Mann. Aber da muss ich auch sagen, ist zu hell. Zum Spielen so ganz lustig, aber in meinen Augen ist dieser Skin zu hell. Ihr müsst halt immer überlegen, ihr seht den Skin von hinten und die Umgebung muss halt zum Skin passen. Wir wollen ja eigentlich am besten getarnt sein. So, dazu haben wir noch die Spitzhacke. Ah, ich sage ja, ich erwarte da vielleicht auch ein bisschen zu viel von den Erntewerkzeugen, aber ich fände diesen Ton halt einfach irgendwie ein bisschen langweilig. So, dann ist der Agent immer noch drin. Ihr wisst ja, mit dem spiele ich zurzeit, also ich feiere ihn schon. Das Problem ist halt einfach, hier sieht man richtig. Diese Plubberbläschen, die da so hochgehen, die stören schon ein wenig. Aber so an sich bin ich mit dem Skin eigentlich vollkommen zufrieden. Ich meine, sonst hätte ich mir auch nicht gekauft. Aber ich habe mir auch schon Skins gekauft und habe sie wieder umgetauscht. So, dazu haben wir noch die Spitzhacke. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich sie mir holen soll. Aber ich mag halt irgendwie lieber diese zwei Klingen. Warte, nicht, dass ihr nicht wisst, was ich meine. Hier so Spitzhacken. Die feiere ich irgendwie mehr als dieses draufgehauen. Die finde ich echt persönlich am besten. Egal welche, aber so vom Bewegungsablauf her feiere ich die einfach mehr. So, dann haben wir noch die Tarnung. Also ohne Quatsch, ich finde persönlich ist es eine der besten Tarnungen, die wir haben. Also ich finde es halt wirklich nice. Deshalb habe ich nämlich auch zur Zeit, weil die ja kostenlos mit drin war, die Tarnung. Klar, ich mag ja diese voll animierten, mag ich ja nicht, wenn da so groß Bewegung ist. Aber so ist sie eigentlich okay, finde ich. So, dann gehen wir nochmal rein. Dann haben wir das Emote Pop-Sternchen. Ja. Das ist dann eher für die weiblichen Fortnite-Spieler, würde ich behaupten. Ja, bisschen ein auf Sailor Moon. Dann haben. Oh, no, oh. Aber die passen zu diesen. Warte, wo ist dieser Skin? Bababam. Das passt halt wirklich zu ihm hier in der Mitte.
Also da sind sie auch wieder raffiniert. Hat sich einer gerade hier das Paket gekauft, sieht er heute den Shop und denkt sich, toll, eigentlich muss ich es mir holen. Also Fortnite macht das echt raffiniert. Weil das ist echt das Erntewerkzeug, was dazu gehört. Oder ist das ein Paket mit drin? Aber ich meine nicht. Willow, Rücken? Nee. Nee, das ist immer nur der Skin und der Rücken. Keine Waffe. Also da hat Fortnite wieder voll ins Schwarze getroffen. Wie zieht man den Kids das Geld aus der Tasche? Genau so. So, dann haben wir noch den Skin Schneid. Also, da muss ich sagen, das ist einer der besten, ungewöhnlichen Skins, die wir haben. Also für 800 V-Bucks kann man echt bei dem Skin nichts sagen. Ist okay. Dann haben wir noch Blindgängerbombe. Ah ja. Kann sein, dass sie schon länger nicht im Shop war. Weil die sagt mir irgendwie gar nichts. Das habt ihr noch nie irgendwo gesehen. So, dann haben wir noch eine neue Tarnung. Ah, eine Halloween-Tarnung. Und die ist nicht schlecht. Mal gucken, wie es auf dem Boot aussieht. Boot. Ach, da hab ich wieder einmal zu viel gedrückt. Auf dem Boot sieht es natürlich richtig geil aus. Da muss ich sagen, da haben sie mal richtig zugeschlagen. Aber ich finde auch, die hauen die Tarnung auch einfach so blind irgendwo drauf. Die müssten eigentlich echt für jede Waffe die Tarnung dann auch anpassen dementsprechend. Weil bei manchen Tarnungen sieht es halt echt kacke aus. Der einen Waffe sieht gut aus und der nächsten wieder total beschissen. So, dann kommen wir zum letzten Skin für heute. Das ist die Rächerin, die mir persönlich immer noch gut gefällt, aber war mir dann halt doch nicht die 1200 V-Bucks wert und weil sie halt einfach zu hell ist. Man fällt einfach zu sehr auf. Und ich sehe gerade, jetzt haben wir 730 Abonnenten. Gruß geht an der Stelle schon mal raus. Wie gesagt, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt abonnieren. Das war der Shop für heute. Viele neue Sachen, zwei, eine Spitzhacke, eine Tarnung, ein Skin. Also ich würde sagen, heute kam schon ein bisschen gut was rein. Und wie immer, gebt nicht zu viel Geld aus. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, guckt einfach alle Videos von mir, lasst es einfach durchrennen. Das ist zurzeit wirklich für mich der größte Support, den ich gebrauchen kann. In dem Sinne, eventuell heute noch Livestream. Und jetzt aber in dem Sinne, haut rein.